will extra gerufen werden, sonst komme ich nicht. Okay. Prinz von Libanon will ich hören. Prinz of Persia. Okay, ich komme einfach so. Ich komme ausnahmsweise einfach mal so. Ist egal. Soll ich anfangen? Soll ich anfangen? Nee, Okay. Lass Easy sich setzen. Die hat bestimmt Rückenschmerzen. Also, wir haben halt entschlossen, weil das ist das Beste halt für uns. Vor allen Dingen, wenn wir, genau, für euch auch. Aber das ist das Beste halt, um vielleicht, achso. Warum ist noch nicht da? Ach ja. Wer ist dran? Komm mal her. Komm mal her. Die wollen uns was sagen. Ich und Mandy wollen was bekannt geben. Was denn? Ich hab Hunger, ich fasse mal meine Firma. Also nochmal. Also wir haben halt beschlossen, dass es das Beste ist, dass wir unsere Beziehung hier im BB-Haus beenden. Dass wir halt einen Cut machen. Das bedeutet, wenn überhaupt noch was zu retten ist, dann ist es halt durch so eine Art und Weise. Weil wir wissen beide ganz genau, dass wenn wir diese Beziehung hier weiterführen, dass alles kaputt gehen wird und dass wir uns hinterher hassen werden. Und das ist im Prinzip die einzigste Situation und Lösung, die wir halt beschlossen haben, dass wenn überhaupt draußen was funktionieren wird, dann nur auf diese Art und Weise. Und deswegen brechen wir hier diese Beziehung ab. Und wenn ich jetzt gehen muss, und sie auch irgendwann, dann werden wir uns draußen treffen und uns vernünftig, richtig kennenlernen, bevor wir dann halt draußen zusammenkommen. Also das ist entscheidend, ob wir zusammenkommen halt, genau. Und das ist dann halt die einzigste Lösung, die wir jetzt sehen. Sonst, wenn wir so weitermachen wie jetzt, ist vorbei. Gehen wir uns auf den Sack und euch gehen weiter auf den Sack und das ist ein... Es ist natürlich eine Situation, die halt das Beste ist. Aber es muss einfach so sein. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Mhm. Weil wenn so oder... Wenn so oder gar nicht. Ja. No. Und es ist halt ein minimaler Blitz, der noch da ist. Und der Blitz kann vielleicht zu Feuer entfacht werden, wenn wir halt es so handhaben, wie wir es jetzt hier vorhaben. Aber das werden wir dann erst alles draußen sehen, wenn wir uns in Ruhe zusammengesetzt haben, uns kennenlernen nach und nach und nicht alles überstürzen, sondern halt wirklich uns Zeit lassen. Und Zeit lassen. Ich wünsche euch viel Glück. Wir wünschen euch viel Glück. Es tut mir auch vom Herzen leid, dass ich euch so vernachlässigt habe. Ja, hat man jetzt einen Sprechschutz. Ja, Hauptsache euch geht's beiden gut und es wird auch hoffentlich weiter euch beiden gut gehen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach sein wird vielleicht, aber... Wir dürfen auf jeden Fall halt Körperkontakt und so vermeiden. Ja, aber nur und, so geht's. Ja, nur so geht's. Ich weiß, das ist das Einzigste. Wenn, dann nur so, sonst kannst du alles vergessen. Finde ich gut. Und ich bin echt glücklich so, dass ich halt, ne, und sie auch, drüben war halt so. Und das hätte uns im Prinzip alles früher einfallen sollen, dass wir die Möglichkeit haben, das zu machen, was wir heute gemacht haben. Aber, mein Gott, wir machen jetzt halt das Beste draus und alles wird, hoffe ich, gut. Wir sind euch ja ziemlich am Sack gegangen, ne? Ja. Ich hoffe und wünsche euch natürlich, dass ihr auch jetzt so lange noch hier seid und noch draußen, dass ihr respektvoll, würdevoll miteinander umgeht. Ja. Dass ihr alles so geregelt kriegt. Alles so geregelt kriegt. Richtet dich mit mir an, oder? Das Glück gehabt, dass wir diese Strafen bekommen haben. Nein, also auf jeden Fall. Es wird vieles einfacher machen. Auf jeden Fall. Für die Gemeinschaft auf jeden Fall einfacher. Eben. Aber euch, aber auch für euch zwei. Das ist halt die einzigste Lösung. Andere Lösung gibt's nicht. Andere Lösung gibt's nicht. Und das ist gut so. Und das kommt vom Herzen, das ist das Beste. Auch wenn Gefühle da sind, ist es das Beste. Sag, es ist schön, dass wir es beide so sehen.
Na, das habe ich schon gesagt. Ich glaube, wir sind das erste Mal, seit wir hier im Haus sind, einer Meinung. Das ist nicht schön. Also wenn eine andere Meinung gewesen wäre, hätte dann vielleicht ein bisschen beide Probleme. Ja. Wenn ihr beide so das seht, dann... Sieht das schon so. Juhu. Respekt. Ja, das war es eigentlich. Das ist wir so, trinken das so. Auf eure... Ey, jetzt ist ab damit, Alter. Wir fressen nur Haferflocken, da kommt ihr mit Wein an, ey. Ja, finde ich auch scheiße. Du musst ja auch zwölf in Vogel. Und das ist mein Wasser, was ist mit dir? So. Was ist mit dir mein Wasser leer? Schwer ist wegen der Milch, aber trinkst mein Wasser. Wodka drin. Wo ist Wodka drin? Ja. Ne, ich würde sagen, wir stoßen mit unserem Wodka an. Ja, ich bin dabei, ey. Prost. 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 Auf euch, eure Kinder, eure Zukunft und so weiter. Oh ja. Auch nicht nach Bier. Prost auf den reichen Bereich, dass er so verständnisvoll vor uns ist. Ja, Vögel. Ja, er fühlt sich so, als ob er gehört.